Wir haben jetzt praktisch den Sud gekocht von den Schalen. Mhm. Jetzt habe ich hier in diesen Sud dann reingegeben Zitrone, Butter, Zucker ist drin, okay, und etwas Salz geben wir mit dazu. Also all das kommt in den perfekten Sud, genau, hinein. Wieso Zucker? Braucht ein Zucker der ist an für sich, ja, für den Spargel, weil der Spargel ja doch ein bisschen Bitterstoffe hat, mhm, und gerade auch der grüne Spargel, und das können wir praktisch mit dem Zucker können wir das neutralisieren ein bisschen. Okay. Und die Frische halt vom Geschmack her sorgt halt die Zitrone dafür, mhm, und natürlich auch frische Butter für den Fond, weil einfach der ist ein Geschmacksträger auch ist. Aber ich glaube, man sagt ja auch, Spargelsud, wenn er dann abgekocht ist, ist sehr gesund, oder? Man kann ja ihn ja auch so trinken. Kann man auch danach trinken. Soll ja man kann auch von dem Sud dann nachher zum Beispiel die Spargelsuppe machen. Mhm. Man kann den hernehmen zum Beispiel für Gemüseaufläufe. Mhm. Es ist also viel einsetzbar, gerade so ein Gemüsesud. Weil in der Küche ist ja heute doch viel, wo man sagen, dass man mit Gemüse sich was macht. Mhm. Und dann kann man den Spargelsud als Geschmacksträger auf jeden Fall hernehmen. Ah, perfekt.